Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Im letzten Part haben wir alle Kubo-Schwestern gerettet, die total vertrauenswürdig schienen, natürlich. Und dann wurden sie zu bösen Geistern, die uns bei einer Runde diabolischem Volleyball töten wollten. Ein ganz normaler Part beim letzten Mal. Und dann haben wir von ihnen einen besonderen Schlüssel erhalten, den wir hier einsetzen können. Und damit sollten wir jetzt dann gleich Tetra retten können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so einwandfrei funktionieren wird, weil dann wäre das Spiel ja schon vorbei. Das ist ja unser Ziel, dass wir Tetra retten wollten. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir haben erst die Hälfte von der kompletten Seekarte, vom kompletten Meer freigespielt. Also es muss noch mehr danach kommen. Sie ist aus Stein. Natürlich. Ist das Tetra? Was sollen wir machen? Sie ist versteinert. Oh, sorry. Oh, sorry, dass ich so spät dran bin, Kleiner. Der Nebel ist einfach verschwunden. Deswegen konnte ich auch hierher kommen. Und der Schatz? Es gab doch einen Schatz. Wovon redest du? Die Freundin von Link steckt in Schwierigkeiten. Und alles, woran du denkst, ist dein Schatz? Oh, das ist also deine Freundin. Sieht blass aus. Als hätte man ihr ihre Seele weggenommen. Dung, dung. Ach, wunderschön. Was in aller Welt ist mit ihr passiert? Ihre Lebenskraft wurde von dem Geisterschiff ausgesaugt. Oh. Großvater, was machst du denn hier? Wer bist du jetzt eigentlich? Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen wollen. Wenn du so weit gekommen bist, Link, musst du wirklich die Kraft des Helden besitzen. Zeit ist reif, alles zu erzählen. Dann hau mal raus. Vielleicht ahnst du es schon, aber diese Meere gehören mir. Ich bin der große Geist, der Meereskönig. Es passierte alles vor einigen Jahren. Das Böse erschien aus dem Nichts und griff mich an. Okay, er ist der Meereskönig. Sein Name war Bellamu oder Bellamu oder so. Er entpuppte sich als ein furchtbares Ungetüm, das Energie frisst. Wie ihr bereits wisst, besitzen alle Dinge auf der Welt eine heilige Kraft. Diese Kraft nennt man Energie. Die Quelle meiner Kraft, der Lebenssand, ist eine Kristallisation dieser Energie. Wahrscheinlich kam er hier in dieses Meer, weil er hinter dieser Energie her war. Natürlich habe ich mich zur Wehr gesetzt. Aber mein Gegner war ein Ungetüm, das Energie frisst. Wie ein schwarzes Loch irgendwie so ein bisschen. Er durchschaute meine Angriffe und ich wurde leicht besiegt. Ich wurde in die Tiefen des Tempels hinabgezehrt, wo die Sonne nicht scheint. Versiegelt wird meine Energie immer noch von ihm ausgesaugt. Er benutzte die Energie, die er ausgesaugt hatte, um immer mehr neue Monster hervorzubringen. Die Lichtgeister der Kraft und Weisheit wurden ebenfalls versiegelt. Aber Ciela klonte sich und ihr gelang die Flucht. Ah, interessant. Zur selben Zeit verlor sie wohl auch ihr Gedächtnis. Selbst unter den Monstern, geboren aus Lebenssand, sind einige besonders böse. Die Phantome, die den Tempel durchstreifen, sind seine Abkömmlinge. Über die Maße stark, dick gepanzert, praktisch unbesiegbar. Sie bewachen den Tempel. Schon längst kann sich niemand mehr Bellamu auch nur nähern. Ich hatte nur noch eine Chance mit meiner letzten verbliebenen Kraft. Klonte ich mich, wie Ciela es getan hatte. Dann baute ich mir ein Haus auf der Insel Melka. Ich benutzte den Lebenssand, um die Phantomsanduhr zu erschaffen und damit in den Tempel hineinzugehen. Ich suchte nach einem Weg, Bellamu zu besiegen und wartete ab. Ciela, entschuldige, dass ich so lange geschwiegen habe. Lustig mit den Bildern wieder. Auch die Lichtgeister der Kraft und der Weisheit haben Verständnis für mich gezeigt und sich mit Details zurückgehalten. Aber dass ich dich am Strand fand, war Zufall. Du hattest Amnesie und Monsterstreifen umher. Ich hielt es für das Beste, fürs Erste zu schweigen.
Die Inseln hier sind für gewöhnlich. Nee, auch wieder immer noch eher. Die Inseln hier sind für gewöhnlich voller Energie. Wie Leiter gegen Tetra. Lehnt? Was fällt dir ein? Sie sind wohl erschienen, um das zu verschlingern. Limeback? Sie wollen nur ihre leeren Bäuche füllen. Es hungert sie nach Energie. Wehe, wenn sie einen Kratzer hat. Das Geisterschiff diente dazu, Energie auszusaugen. Die das ist so lustig. Die Gerüchte über Schätze an Bord sollten Opfer anlocken. Bellamu war nicht damit zufrieden, nur meine Energie aufzusaugen. Auch wenn es wenig war, er musste auch noch den Menschen die Energie absaugen. Es scheint, dass Tetra sehr stark ist. Das Schiff wurde von ihrer Kraft angelockt. So fand es seinen Weg zu ihr. Und wie können wir sie retten? Bellamu besiegen? Moment mal, das heißt, es gibt gar keinen Schatz? Ja, das habe ich gerade gesagt. Limeback ist so lustig. Soweit ich es beurteilen kann, ist Tetra noch am Leben. Besiege das Monster, bevor deine Energie aufgebraucht ist. Ich muss den Lebenssand zurückerobern. Damit kann ich Tetra ihre Energie zurückgeben und sie heilen. Es gibt eine Insel nördlich der Insel des Windes. Geht dorthin und besucht den Schmied Saus, den kennen wir schon, ja? Er wird euch mehr über Bellamu erzählen können. Er weiß, wie man Bellamu besiegen kann. Du machst wohl Witze, Opa. Ich dachte, es gebe hier Schätze. Das ist der einzige Grund, warum ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Und jetzt sagst du, es gibt keinen Schatz? Ich schmeiß die Suche hin. Hey, hast du überhaupt zugehört? Als ein Mann der See, willst du da dem Meereskönig nicht helfen? Nein, und mein Schiff könnt ihr euch auch abschminken. Natürlich sollst du es nicht umsonst machen. Wenn du uns hilfst, Bellamu zu besiegen, werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Na, wie klingt das? Alle Schätze dieser Welt! Hey Link, steh nicht hier drum rum! Der Meereskönig steckt in Schwierigkeiten und braucht unsere Hilfe! Los, abwärts! Ankerlichten, Beeilung! Limeback. Wenn es um Geld geht, ist er sofort zur Stelle. Das war vielleicht auch Siela. Es tut mir so leid, dass du und Tetra in diese Sache verwickelt worden seid. Mit deiner Stärke kannst du Bellamu besiegen. Mein echter Körper ist tief im Tempel versiegelt. Auch Bellamu ist wohl dort. Eigentlich sollte ich diese Schlacht selbst schlagen. Aber du bist unsere einzige Hoffnung. Wir zählen auf dich, Link. Was machst du denn, Link? Nee, Limeback wahrscheinlich. Schnapp dir deine Freundin und komm zurück. aber es ist auf jeden Fall immer lustig mit Limeback. So viel kann man auf jeden Fall festhalten. Na, alles klar, Link. Wir müssen raus hier. Jetzt ist nicht die Zeit, mit offenem Mund herumzusitzen. Der alte Mann sagte, dass Saus der Schmied den nächsten Hinweis hat. Wir müssen diesen Schmied finden und Bellamu besiegen. Und dann wird der Schatz mir gehören. Was ist bloß los mit dir? Hey Link, müssen wir diesen Kerl wirklich mitnehmen? Na jedenfalls, lass uns aufbrechen. Saus lebt auf der Insel nördlich der Insel des Windes, richtig? Gar nicht so weit von hier. Bestimmt, das geht, ja. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Auf geht's, Abfahrt. Okay. Will ich irgendwas anderes auf dem Weg machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir fahren wirklich straight dahin. Würde ich mal sagen. Der Weg war übrigens nicht perfekt, den ich gezeigt habe. Aber das passt schon. Ich schneide sogar mal kurz. Oh Gott. Ich habe jetzt nochmal eine neue Route gezeichnet, weil ich nochmal den goldenen Frosch haben wollte. Terry ist auch in der Nähe, aber wir können auf der Karte auch sehen, dass Jolene auch in der Nähe ist. Da hinten. Ist sie jetzt auch einfach so ein random Encounter quasi auf der Seekarte oder wie? und leider haben wir nicht mal den besonderen Terry hier. Ich weiß nicht, wovon das abhängt, ob das Zufall ist, wann der kommt. Bin ich mir nicht sicher. Hier große Bombentasche. Ich meine, ich habe ja jetzt einiges an Geld. Ich wollte ja eigentlich sparen für einen Herzcontainer, aber Bomben brauche ich schon auch relativ oft. Das wäre nicht so verkehrt, finde ich, wenn ich das mitnehme. Komm, ich mach mal, ja. Da kann ich jetzt wahrscheinlich 40 Bomben tragen. Kann ich wirklich voll viele immer rausballern. Weil Bomben sind schon echt ziemlich nützlich, finde ich. Okay. Den Rest lasse ich, glaube ich, erstmal. Okay.
Mitgliedschaft. Je mehr du kaufst, desto mehr Punkte verdienst du. Und desto glücklicher wirst du. Nur das Beste für meine Kunden. Kein anderer Laden bietet diesen Service. Und damit hast du eine Gesamtpunktzahl von 10. Versuch 20 Punkte zu sammeln, um eine Silbermitgliedschaft zu erlangen. Okay, das gibt's auch. Alles klar. Ich finde es übrigens schade, dass er nicht mehr seinen Thank you sagt. Aber okay. So, warte mal, hier ist irgendwo der goldene Frosch und ich fahr mal zu Jolene, komm. Ich will wissen, was da passiert. Goldener Frosch. Da. Okay, sehr gut. Den haben wir. Autsch, guter Schuss, Kumpel. Der goldene Boss hat mir schon von dir erzählt. Du willst also wissen, was für ein Symbol du auf den Froschkompass zeichnen musst, um hierher zu düsen? Ich zeig's dir, pass gut auf. Ein gespiegeltes N. Tada, das ist das Symbol. Zeichne das, um hierher zurückzukehren. Hey, du sollst dir das besser notieren. Hast du es dir notiert? Nein. Mach ich kurz. Dann kann ich jetzt den Kreis wegmachen. Nein, nicht die Insel. Zurück. Kann ich den Kreis wegmachen und dafür dieses komische umgekehrte N machen. Ich kann mal die anderen auch alle wegmachen, die Markierungen. Ich habe ja schon alle Inseln hier untersucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die Route noch eingezeichnet lassen sollte. Oder ob ich da jetzt einfach jederzeit entlang komme. Ich lasse ihn mal noch, das stört ja nicht. So, so. Ja, ist nicht so wunderschön. Aber kann ich erkennen, das passt. Okay, alles klar. Jupp. Ja, dann tschüss. Wenn du meinen Froschkumpel begegnest, richte ihnen schöne Grüße aus. Quark! Werde ich tun, nachdem ich sie auch abgeballert habe. Ja, mich würde jetzt interessieren, was bei Jolene ist. Vielleicht ist es auch nicht so klug, wenn ich hier nachfahre. Ja, okay, dann lasse ich es halt doch erstmal. Weil ich meine, es wird bestimmt noch mehrmals passieren, dass sie genau in meinen Weg quasi reinfährt. Das war ja vorhin fast der Fall, bevor ich dann zu Terry gegangen bin. Aber jetzt ist sie doch wieder umgekehrt und fährt woanders hin. Und dann lasse ich das halt erstmal. Jetzt fahren wir wirklich straight dann zu Saus hin und werden gucken, was er für Infos über Bellamy hat. So, und das sind wir auch schon. Alles andere auf der Insel haben wir ja schon gemacht. Es fehlt wirklich nur noch Saus selber, mit dem wir jetzt reden müssen. Aber sonst sind wir hier schon fertig. So, hi. Ist mir das davor gar nicht aufgefallen, dass da ein Triforce-Zeichen hängt? Nee, ich glaube, das ist neu, oder? Das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Link, ich wusste, dass du mich bald... Link, ich wusste, dass du mich bald besuchen würdest. Saus, du bist ein Bekannter von Großvater Sivan, nicht wahr? Woher kennst du Großvater? Wisst ihr, seit Generationen lebten unsere Vorfahren, um dem Meereskönig zu dienen. Sie verteidigten den Meereskönig in einer Zeit, als das Böse auf See lauerte. Mein Volk schmiedete seine eigenen Waffen und kämpfte in epischen Schlachten. Ihr sucht eine dieser großen Waffen, ein Artefakt namens Phantomschwert. Nicht ganz Masterschwert, aber Phantomschwert nämlich auch. Also können wir Bellamo mit diesem Schwert besiegen? Das ist korrekt. Bellamo besitzt die Kraft, die Lebenskraft auszusaugen. Nur das Phantomschwert kann ihn besiegen. Link. Nun musst du das Phantomschwert in die Hand nehmen und Bellamo besiegen. Okay, Link, lass uns Bellamo fertig machen. Saus, leihst du uns das Phantomschwert? Es existiert nicht mehr. Was? Es existiert nicht mehr? Nein, es existiert nicht mehr. Was meinst du damit, es existiert nicht mehr? Warum sagst du uns, wir sollen Bellamo besiegen, wenn es so ziemlich unmöglich ist? Nur keine Aufregung, ich bin Saus, der Schmied. Es existiert zwar nicht, aber ich kann es schmieden. Oh, das kannst du? Dann hast du wohl recht, schätze ich. Nun, worauf wartest du noch? Schmiede das Schwert! Los! Ich kann nicht. Du kannst nicht? Siela, bleib ruhig. Was? Wie? Du kannst keins für uns machen? Machst du Witze? Das Phantomschwert ist kein gewöhnliches Schwert. Normaler Stahl kann die heilige Kraft nicht aufnehmen. Scharlachstahl, Azurstahl und der Smaragdstahl. Diese drei Stähle werden benötigt, um das heilige Schwert schmieden zu können. Aha, okay. Komm, Link, lass uns die drei Stähle finden. Wo könnten die drei Stähle sein? Vor langer Zeit schenkte der Meereskönig die Stähle drei Stämmen dieser Welt. Die drei Stämme müssen diese Schätze über Generationen weitergegeben haben. Wenn du diese Stämme besuchst, solltest du etwas über die Stähle in Erfahrung bringen können. Drei Stämme, aber wohin sollen wir gehen? Wir sind viel gereist, aber wir haben nie jemanden getroffen, der einen dieser Stähle hatte. Du musst neue Seekarten suchen. Ah, du wirst mehr Seekarten brauchen als die, die du bereits hast. Link. Betrete den Tempel des Meereskönigs und hol die nächste Seekarte. Aber wir sind bereits bis zum Boden des Tempels vorgedrungen. Das sind keine Wege mehr, die wir nehmen könnten. Da ist eine Tür, die sich öffnet, wenn man ein Symbol zeichnet, nicht wahr?
Wenn du dieses Symbol auf die Tür zeichnest, sollte sich dir ein anderer Weg öffnen. Okay. Wow, wer hätte gedacht, dass diese Tür so ein Geheimnis hat? Link, notier dir das Symbol und... Ja, das muss ich mir nicht notieren. Das kann ich mir merken. Oh, Link, viel Glück da draußen. Aber ich muss... Vielleicht muss ich da anfangen. Also oben anfangen und dann nach links unten rübergehen oder so. Das könnte vielleicht sein. Ja, aber ich muss mir keinen Triforce markieren. Das kann ich mir merken. Also wer sich einen Triforce in Zelda-Spielen nicht merken kann, der sollte kein Zelda spielen. Das dürfte ich hinkriegen. Okay. Also dann zurück zum Tempel des Meereskönigs. Also hast du herausgefunden, wie man dieses Monster Bellamo besiegt. Wie? Was? Ein Schwert? Stahl? Hey, warum müssen wir jedes Mal... Okay, ich folge dir bis zum bitteren Ende, aber nur, weil du so verzweifelt bist. Und weil ich einen Wunsch haben will. Und dann machst du diesen Bellamo fertig. Verstanden, Link? Nun denn, wir müssen in den See stechen. Okay. Alle an Bord, wir fahren los. Na gut. So, also ein weiteres Mal. Tempel des Meereskönigs. Wahrscheinlich wieder auch von Anfang an. Aber okay. So, jetzt muss ich ja eh nach Süden fahren. Ich kann mich ja noch nicht warpen, weil ich unten noch keinen goldenen Frosch habe. Deswegen fahre ich da mal hin. Ich schneide kurz, aber wenn ich Jolin treffe, dann werde ich euch das natürlich zeigen. So, nein, es gab keine weiteren Komplikationen. Aber, na komm, stattdessen noch einen Brief. Von Lineback. Oder habe ich das gerade richtig gelesen? Ich glaube Lineback, ja. Okay. Okay, das ist seltsam. Warum schreibe ich dir, wenn wir doch immer zusammen sind? Aber gib mir einen Moment, um meine Gedanken zu ordnen. Okay, hier ist der Grund. Ich bin dankbar, alles klar? Bist du jetzt glücklich? Danke, ja. Da, ich hab's gesagt. Nun, das ist unangenehm. Was jetzt? Wie wär's damit? Danke, dass du wie ein Hund für mich schuftest. Du räudiger Köter. Danke. Siehst du? Das kann man jemandem nicht einfach so ins Gesicht sagen, oder? Okay, noch eines. Ein Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit. Behalte es für dich. Oder es setzt was. Ein Schiffsteil! Yeah! Alte Kanone! Vielen Dank, Lineback. Aber das ist trotzdem ganz cool, dass er auch so ein bisschen, also dass sich sein Charakter so ein bisschen entwickelt, dass er doch auch dankbar sein kann. Er hat Schwierigkeiten damit, das zu zeigen, aber in schriftlicher Form geht's dann doch irgendwie. Okay. Okay, jetzt habe ich übrigens meinen Bergungsarm mal kurz reparieren lassen. Ich glaube, der hatte ja nur noch einen Lebenspunkt, meine ich. Und es hat nur 50 gekostet. Wenn er ganz kaputt ist, kostet es ja 100. Also das ist schon billiger auf jeden Fall, als wenn ich ihn ganz kaputt gehen lasse. Muss ich mir also merken. Das habt ihr mir auch schon geschrieben. Wenn er jetzt nur einen Lebenspunkt zum Beispiel verloren hat und noch 4 Stück hat halt, dann werde ich es glaube ich nicht unbedingt machen. Dann rentiert es sich ja nicht mal. Aber wenn er nur noch 1 oder 2 Lebenspunkte hat, dann rentiert es sich auf jeden Fall schon. So, und ich glaube, ich kaufe mir sogar mal hier einen Krafttropfen für 500. Ich mach das mal, ja. Jetzt habe ich 9, immer noch nicht ganz genug leider, aber noch ein weiterer und dann kann ich endlich mal den Lichtgeist der Stärke upgraden, wenn ich dann eben 10 Stück habe. Und so bin ich jetzt dem Ganzen ein bisschen näher gekommen, war also glaube ich eine sinnvolle Investition. Achso, und noch ein kleines Easter Egg, was ihr mir mal geschrieben habt, hier in der Bar, da hinten auf dem Poster, da ist Tingle zu erkennen. Wunderschön. Was war hier eigentlich nochmal für ein Laden? War ich hier schon jemals drin? War ich glaube ich gar nicht. Was hat der eigentlich für ein Gesicht? Hihihihi, ich bin der Schatzgutachter. Deine Schätze, und Schiffsteile. Ich sag dir, was sie wert sind. Ah, okay, hier kann ich Schätze und Schiffsteile verkaufen. Und dann Geld machen. Das ist ja ziemlich cool. Vor allem halt, die einfachen werde ich nicht verkaufen. Aber wenn ich doppelte habe, was ja schon der Fall ist teilweise, dann kann ich die sogar verkaufen. Der schwere Anker zum Beispiel, genau. Was? Was ist das? Ziemlich gewöhnlich. 150 Rubine, bestenfalls. Aber ich mach das mal, ja, weil ich brauche nicht 2. 1 will ich natürlich von jedem am Ende haben. Aber 1 reicht halt auch. Und 2 werde ich dann nicht brauchen. Ich gehe mal kurz durch und werde mal gucken, ob ich noch irgendwas doppelt habe. Ja, das Säulengeländer zum Beispiel noch. Ja, das ist gar nichts wert. Okay, also es gibt auch bessere und schlechtere. Aber 50 Rubine nehme ich auch gerne mit. Okay, das waren alle Schiffsteile. Und Schätze habe ich ja auch schon ein paar. Ich frage mich halt, ob ich die dem jetzt wirklich verkaufen will. Oder ob die noch irgendeinen anderen Zweck haben. Weil nicht, dass ich die jetzt verkaufe und dass ich in Wahrheit mit denen irgendwas schmieden könnte oder irgendwas anderes herstellen könnte oder so. Weil die sind schon relativ selten, diese ganzen Dinger. Den habe ich zum Beispiel nur einmal. Den Goron-Bernstein. Der ist aber nichts wert, ernsthaft? Was könnte denn am wertvollsten sein? Die Krone von Ruto vielleicht oder so. 800 eine! Holy shit! Ich weiß nicht, ob ihr mir das schon mal geschrieben habt, ob ich
Also ihr habt mir, glaube ich, schon mal geschrieben, dass ich die Schätze verkaufen kann. Aber ich weiß halt nicht, ob ich mit denen auch noch etwas anderes, etwas Besseres anstellen könnte. Weil ich kann ja Schätze, ich kann ja zum Beispiel so eine Perlenkette, kann ich ja auch kaufen einfach in Läden. Bei Terry oder auch bei der einen hier auf Melkar. Und das ist ja irgendwie unlogisch, wenn ich die kaufen kann. Und wenn ich aber, wenn dann der einzige Sinn davon ist, dass ich sie wieder weiterverkaufe. Wisst ihr, das sagt mir eigentlich, dass man auch mit denen irgendwas anderes anstellen kann. Deswegen lasse ich es erstmal. Aber ihr dürft mir gerne mal schreiben, ob ich die wirklich nur verkaufen kann, die Schätze, oder ob ich mit denen noch irgendwas anderes anstellen kann. Weil wenn nicht, dann würde ich sie auf jeden Fall verkaufen, weil ich dann viel Geld machen kann, klar. Aber okay. Ach, der will übrigens was von mir. Halt. Tut mir leid, dass ich hier so rumplärre. Ich dachte, du würdest wohl einfach an mir vorbeilaufen. Ja, das habe ich schon mal, glaube ich, in dem vorherigen Part gemacht, dass ich an dem vorbeigelaufen bin. Jetzt habe ich dich aber gehört. Also habe ich etwas übertrieben laut geschrieben. Jedenfalls, hast du von dem Boss der Frösche gehört? Ja. Oh, also weißt du es schon. Bist du sicher? Ganz sicher? Danke, dass du mich angeschrien hast. Das hat sich ja gelohnt, du Arsch. Ach Mann. Stimmt. Und hier in dieser... in dieser Höhle, die wir durch Bomben freigespielt haben beim Tempel des Meereskönigs, war noch ein Augenschalter, den wir damals nicht wegmachen konnten oder halt treffen konnten, aber jetzt schon. Deswegen habe ich auch die Markierung noch da gelassen. Das ist nicht der Bogen. Moment. Und da kriegen wir nämlich noch was. Nämlich. Okay, einen neuen Weg. Und da unten stand schon irgendjemand, habe ich gesehen. Oh, nicht wieder der. Oh Gott. Bomben waren aber ziemlich gut gegen... Also man kann es auch normal schaffen, aber Bomben waren dennoch ziemlich gut gegen den. Ich muss halt schaffen, ihn von der Seite zu treffen. Ja, vielleicht ist doch einfach der Bumerang besser. So. Zack. Okay, nee, doch, das kann man schon gut hinkriegen. Okay, ja, ist sogar eigentlich ziemlich einfach. Yay. So, und jetzt komme ich hier irgendwo anders raus. Und zwar hier, okay. Eine Mauer nicht weit von hier hat einen versteckten Schwachpunkt. Finde ihn, indem du einen Strahl parallel zu der Linie zwischen dem Tempel und der Bar scheinen lässt. Okay, werde ich gleich machen. Erstmal kurz hier abschießen. Achso, von hier oben wahrscheinlich. Von hier oben wahrscheinlich. Treffe ich da überhaupt? Ja, an sich schon. Ja. Ah, so ein Ding wieder. Okay. Den kennen wir ja schon. Okay, da kann ich halt jetzt einen Strahl mir machen lassen. Also ich muss das gar nicht zeichnen, sondern ich kann das hier so mit der Statue machen. Okay. Das heißt, parallel zu dieser Linie. Oder nochmal kurz durchlesen. Moment. Nicht weit von hier hat einen versteckten Schwachpunkt. Finde ihn, indem du einen Strahl parallel zu der Linie zwischen dem Tempel... Achso, nee, gar nicht wahr. Ich muss ja... genau, ich muss ja einen Strahl machen, der parallel ist zu der Linie zwischen Tempel und Bar. Okay. Okay, verstanden. Wartet. Karte. Also, die Linie, die Bar ist ja das hier. Richtig? Ja, das ist sie. Die Linie ist das. Okay. Und dazu parallel muss ich jetzt einen Strahl machen. Und dann verrät mir der Strahl, wo das ist. Genau so. Das ist jetzt die Frage, ob es hier oben ist oder ob es da unten ist. Ich denke eher oben. Weil ich... Ja, diese Mauer könnte es auch sein. Aber ich glaube eher die obere Mauer da. Die sieht auffälliger aus. Aber das ist nicht wirklich in der Nähe, finde ich. Von der Steintafel so halb. Aber ich denke mal, das ist es. Okay. Also. Hier oben hin. Und die da ist es. Sieht auch schon ein bisschen auffällig aus. Also nicht wirklich, aber jetzt sage ich das weiß schon irgendwie. Ja, sehr schön. Auch wieder sehr cooles Rätsel. So, und jetzt hoffe ich auf eine coole Belohnung. Dafür, dass ich so ein Genie bin und das Rätsel lösen konnte. Oder auch ein Bosskampf oder so, das könnte auch sein. Eine lange Brücke. Ja, vielleicht komme ich jetzt bei dieser Insel raus, die rechts oben zu sehen ist. Das würde von der Raumaufteilung Sinn machen, weil ich jetzt da quasi unterirdisch rübergelaufen bin. So ist es ja. Und hier kann ich jetzt irgendwelche coolen Sachen finden. Zum Beispiel einen Schalter. Der einfach nur eine Abkürzung ist. Okay, aber irgendwas muss ja auf der Insel auch noch sein. Nämlich Musik. Hi.
Hallo du! Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Tarzan. Ich bin nur ein bescheidener Sänger, der die Welt mit der Gitarre in der Hand bereist. Zu Ehren unseres Treffens könnte ich doch ein Liedchen singen. Es heißt Magische Schachtel. Es ist eine Schachtel voller Magie. Steck Teile hinein oder Schätze. Nach einer Weile schau hinein und lass dich überraschen, wirklich sonderbar, von einer Hand in die andere. Wahrhaftig eine magische Schachtel, herrlicher Tausch. Magische Schachtel, finde heraus, was darin ist. Tada! Das war irgendwie nur so ein halber Reim immer. Kein richtiger, aber okay. Jawohl, das sind die magischen Schachteln. Lege Schiffsteile und Schätze, die du nicht brauchst, hinein. Du tauschst sie mit anderen Spielern, mit denen du Verbindungen aufnimmst. Achso, okay, na gut. Entweder durch den Contact-Mode oder den Duell-Modus. Oh, was ist wohl in der magischen Schachtel? Finde es heraus, probier es aus. Lege Schiffsteile... Ja, ist schon okay, habe ich schon verstanden. Okay, ja, das ist schon nützlich, wenn man halt auch andere kennt, die das Spiel haben. Weil man dann eben vor allem die Schiffsteile sicher tauschen kann. Wenn ich halt irgendeins doppelt habe und ein Freund von mir ein anderes doppelt, was ich aber nicht habe und er hat mein Doppeltes nicht, kann man das halt tauschen, was ganz geschickt ist. Tropfen auch noch. Aber ihr habt mir auch schon geschrieben, dass es anscheinend so ist, dass bei der Virtual Console Version auf der Wii U, die ich ja spiele, dass das hier einfach gar nicht geht. Der ganze Duell-Modus und auch dieser Contact-Mode und so funktionieren hier nicht und deswegen kann ich davon leider keinen Gebrauch machen. Aber ist dennoch ein ganz lustiges Feature. Okay, was mir jetzt eben nichts bringt, aber ist trotzdem ganz cool, dass es hier drin ist. So, gibt es hier noch ein weiteres Secret eigentlich? Ich glaube nicht mehr. Nee, ich denke nicht. Okay. Gut, aber ich will noch ganz kurz zumindest in den Tempel des Meereskönigs heute reingucken. Ganz schaffen werden wir den, glaube ich, nicht. Aber wir sollten noch die ersten paar Räume hinkriegen. Es passiert sogar irgendwas. Ein Erdbeben. Noch ein Erdbeben. Jetzt weiß ich es. Es kommt von tief unter dem Tempel. Also ist Bellamu der Grund für diese Beben, die diese Insel heimsuchen. Beeilung, Link. Lass uns die Seekarte holen und die Stele finden. Okay. Genau, dann habt ihr mir auch noch zu den ersten paar Etagen Tipps gegeben. Also vielen Dank immer noch für die ganzen Tipps, die ihr mir hinterlasst. Sind wirklich sehr nützlich. Für mich als Idioten, der viele Dinge nicht so vorcheckt. 15 Minuten haben wir jetzt. Denn die ersten paar Räume kann man sich wirklich deutlich, deutlich einfacher noch machen, als ich das gemacht habe. Ich habe sie mir ja auch schon etwas vereinfacht durch die neuen Items, aber ich kann sie mir noch viel, viel stärker vereinfachen. Sind die neu? Waren die schon immer rot? Waren sie nicht, oder? Das Ding ist rot, ja, habe ich auch bemerkt. Schau, ein rotes Phantom. Und es sieht stärker aus als die, die wir bisher gesehen haben. Das ist ein Sprinter-Phantom. Oh nein. Wie du dir denken kannst, sind sie viel schneller als andere Phantome. Das ist unmöglich. Aber egal, wie schnell sie sind, solange sie dich nicht sehen, ist es einerlei. Hast du das verstanden? Sei besonders vorsichtig, Link. Wie schnell sind die? Ja, schon. Schneller als nicht so arg viele. Ich habe jetzt erwartet, dass die mega über die Karte sausen würden. Aber das ist doch nicht ganz der Fall. Aber okay. Genau, ich kann nämlich einfach hier schon das wegspringen. Und kann dann halt direkt zum Schlüssel hin. Ich bin da ja, wo wir hier nochmals dann waren, bin ich ja auch unten rumgelaufen, hab nochmal dieses eine Fackelrätsel da gelöst, was ich mir komplett sparen kann, weil ich einfach hier mit den Bomben eben sofort abkürzen kann. Und das ist natürlich schon deutlich, deutlich schneller, als wenn ich da unten rumgehe. Ich bin mir trotzdem immer noch nicht ganz sicher, was ich jetzt vom Tempel des Meereskönigs halten soll, muss ich zugeben. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum den viele so ultra nervig finden. Und hier kann ich auch deutlich mehr abkürzen. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Warte mal, das will ich glaube ich schon öffnen. Na komm, mach. Genau, den muss ich spawnen lassen. Hier muss ich glaube ich auch dran ziehen. Aber da kann ich jetzt auch gleich stark abkürzen. Irgendwie, meine ich zumindest. Wie ist das nochmal? doch genau. Weil da rechts ist nämlich ein Durchgang. Ja, ich hätte das Rätsel da doch gar nicht lösen müssen sogar. Bei dem Phantom. Weil hier auf der Unterseite, da kann ich ja das wegbomben, die Wand. Und das geht auch von hier aus. Und deswegen habe ich da dann einfach instant einen Durchgang. Und bin sofort hier unten, wo ich hin soll. Genau, also auch das geht um einiges schneller. Genau, und wie gesagt, ich kann nachvollziehen, warum viele den so nervig finden. Und ganz so schlimm finde ich es nicht,
Aber ich finde den auch nicht, ich finde es auch nicht ideal, dass man das immer wieder, die ersten paar Ebenen neu machen muss. Auch wenn man durch die neuen Items das wirklich sehr stark abkürzen kann. Jetzt vor allem zum Beispiel diese Ebene mit den ich bin zurückgelaufen. Ich hält. aber vor allem die nächste Ebene dann gleich mit den Triforce-Teilen. Das ist halt schon immer noch genauso nervig. Da habe ich keine riesigen Vorteile durch die neuen Items. Und dass man die immer noch durch die Gegend tragen muss, ist schon ein bisschen nervig, finde ich. Und deswegen, ich glaube, ich hätte es schon einfach besser gefunden, wenn man einfach halt direkt bei den neuen Ebenen landen würde. So schlimm finde ich es nicht, dass man die nochmal neu machen muss, die vorherigen. Aber ich hätte es, glaube ich, wirklich besser gefunden, wenn man sich das einfach gespart hätte, das System. Und wenn man halt einfach direkt bei den neuen gelandet wäre. Weil es kommt halt noch hinzu, dass man beim Tempel des Meereskönigs ab und zu mal warten muss, bis die Phantome halt vorbeigelaufen sind. Was an sich nicht schlimm ist, ist sogar ganz cool, wenn es ein bisschen hier Stealth-Systeme hat. Aber wenn ich halt solche Abschnitte, wo ich warten muss, mehrmals machen muss, dann kann es halt schon ein bisschen nervig sein. Und deswegen, wie gesagt, bisher ist mein Fazit zum Tempel des Meereskönigs, was noch kein wirkliches ist, weil ich noch nicht alles gesehen habe, aber so ein Zwischenfazit ist eben, dass ich es auch ein bisschen nervig finde. Nicht so schlimm wie viele andere auf jeden Fall. Aber ich kann trotzdem nachvollziehen, warum es viele so ultra schlimm finden, was bei mir nicht der Fall ist, wie gesagt. Aber perfekt finde ich es auch nicht. Ich hätte es wirklich einfach besser gefunden, wenn man ganz simpel in der neuen Ebene gelandet wäre. Und nicht, wenn man die vorherigen 3, 6 oder 9 oder sowas nochmal neu machen muss. Dafür hätte man dann vielleicht auch einfach mehr Ebenen einbauen können. Also anstatt immer nur 3 neue Ebenen, halt dann, also am Anfang 3 neue Ebenen, dann 4 neue Ebenen, dann 5 neue Ebenen und so weiter. Und halt immer sofort da landen. Das hätte ich besser gefunden, ja. So, Augenschalter übrigens. Was macht denn der? Treffe ich den von hier aus? Das dachte ich mir. Hätte ich da oben stehen müssen? Nee, oder? Na, vielleicht, warte mal, ich guck mal gleich. Ich leg den erstmal ab. Jetzt wird's stressig. Schaufel. Das ist nicht die Schaufel, verdammt. Hier ist die Schaufel. so? Ja? Oh Gott. Ja, ist okay. Jetzt funktioniert das nicht. Okay. Ach Mann, dumm. der eine Splitter bleibt aber noch, wenigstens. Okay. Na gut. So, ich will jetzt aber kurz austesten. Was passiert? Ach komm, jetzt mach halt wieder. Was passiert, wenn ich da den Augenschalter abschieße? Also hier kann ich ja die Fallen öffnen. Wartet. Zack. Ah, da scheint einfach eine große Truhe. Okay, cool. So, zack, stirb. Wunderbar. Da will ich gleich mal nachgucken, was sich darin finden lässt. Komm, nehm auf. Okay. So, jetzt habe ich ja eh schon ein sehr viel leichteres Spiel. Weil jetzt einer von den beiden tot ist. Das ist auch lustig. Dass wieder Triforce-Splitter noch in der Luft einfach schwebt. Wunderschön. Ach, das ging auf Zeit. Achso, ja, ich... Okay, ich habe gerade den Timer schon gehört. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Ich dachte nicht, dass es die Truhe wäre. Okay, muss ich mich gleich beeilen. Aber das eine Phantom ist ja wie gesagt tot. Das dürften wir also eigentlich leicht hinkriegen. Und ich will auf jeden Fall wissen, was da drin ist. Vor allem eine große Truhe. Das wundert mich ein bisschen. Irgendwie, dass da eine große ist. Aber... Weil in großen sind ja halt eigentlich immer nur ganz besondere Sachen. Und das ist ja eine optionale Truhe. Die könnte ich auch einfach auslassen. Ich bin gespannt. Mal schauen. Muss mich halt dann gleich nur beeilen. Ich dürfte es aber, glaube ich, schon schaffen können. Ich habe ja gerade noch den Splitter mitgenommen. Und jetzt kann ich straight hinlaufen. Okay, passt. Aha, ein Tropfen. Und wir haben 10 Stück. Nice. Okay, sehr gut. Aber stimmt, es fehlt noch ein Splitter. Den Schlüssel habe ich ja. Das war, glaube ich, da ganz unten. Hier, genau. Okay. So, aber ich glaube, der Part ist jetzt dann bald mal vorbei. Ich habe wieder keine Ahnung, wie lange es ist, leider. Das ist mal ein bisschen doof, weil ich mal viel schneide bei dem Projekt. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie lang der Part ist. Aber ich werde ihn dann gleich mal beenden. Also das Ende vom Tempel des Meereskönigs aktuell werden wir erst beim nächsten Mal dann sehen. So. Aber ich werde noch kurz den hier einfügen.
Gut. Aber jetzt würde ich dann erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Beim nächsten Mal wird es dann eben hier im Tempel des Meereskönigs noch weitergehen mit den Ebenen 4 bis 6, die wir ja schon kennen. Aber mit dem Bogen vor allem können wir da vielleicht auch wieder ein paar Abkürzungen erschaffen oder sogar neue Truhen erscheinen lassen mit Tropfen oder sowas. Und dann werde ich da ein Schweifhorst einzeichnen in der 6. Ebene, glaube ich, und mal gucken, wo wir dann weiterkommen können. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.